Wir kommen jetzt zum dritten Teil unserer Veranstaltung. Wir haben immer eine Art Rahmenausstellung, aber diese Rahmenausstellung ist ein bisschen eine andere Rahmenausstellung heute. Wir haben die Evelina Lundquist, die uns heute ein Unterstützungstool für Kreativschaffende präsentiert und ist Gestaltungsprinzip von nachhaltigen Innovationen, wie Ideen entwickelt werden können. Und sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von The Good Tribe. Und das Interessante ist, sie ist auch Absolventin unserer C3-Lehrganges, wo wir ganz auch stolz sind. Und zeigt eigentlich, wie gut sozusagen C3 funktioniert, weil du hast dort nicht nur die Idee bekommen, sondern auch deinen Partner, also deinen Geschäftspartner, gefunden. Und ihr gemeinsam habt eben dieses Spiel oder Methode entwickelt. Vielleicht kannst du uns die kurz vorstellen. Wichtig ist, es gibt jetzt zwei Teile davon. Das eine ist, das können wir hier natürlich im Saal spielen. Und für alle, die zugeschaltet sind, gibt es am 26. Juni eine Online-Session. Und ihr trefft sich da in den Google Hangouts um 9 Uhr. Und die Daten sind sicher dann auf unserer Homepage auch noch zu finden. Genau, man muss sich dann bei mir vorher anmelden, ja. Und dann kann ich einen Link schicken. Okay, also jetzt alle, die hier sind, sozusagen können mitmachen, die anderen müssen bis am 26. Juni warten. Ich hoffe, das ist zum Aushalten. Schauen wir mal. Ja, ich heiße Evelina Lundquist und bin Gründerin, Geschäftsführerin von The Good Tribe. Wir sind eine Agentur für nachhaltige Entwicklung und Kreativität. Und wir haben diese Methode, diesen Methodenkit, Method Kit für nachhaltige Entwicklung, für unsere Arbeit, für Innovationsprozesse und wirklich genau für Prozesse wie Frugal Innovation entwickelt. Man kann Method Kit für nachhaltige Entwicklung als eine Checkliste betrachten. Das ist 55 verschiedene Karten. Jede Karte repräsentiert einen Aspekt von nachhaltiger Entwicklung. Zum Beispiel Innovation, das ist die Karte. Planetare Grenzen, noch ein anderes Beispiel. Und kein Abfall oder Circular Economy, wie wir bereits besprochen haben hier heute Abend. Man kann sehr viele verschiedene Methoden mit Method Kit verwenden und wir werden eine von diesen Methoden gleich ausprobieren, ein Ideen-Crowdsourcing-Challenge, damit Sie auch ein bisschen Bewegung kriegen. Und einige von Ihnen haben jetzt eine pinke Karte auf den Sesseln gehabt und diese Karte brauchen Sie jetzt. Wir werden nämlich in dieser Challenge, werden Sie gleich mit Ihrem Nachbar sprechen. Wir haben Komoot House als Beispiel genommen und nämlich eine Fokusfrage dann zusammengestellt. Welche neuen Märkte außerhalb des deutschsprachigen Raumes wären für das Komoot House am interessantesten? Das ist die Fokusfrage. Sie können jetzt die pinke Karte anschauen, vielleicht zusammen mit Ihrem Nachbar. Schauen Sie die Karte jetzt an. Hat jeder noch eine Karte? Das soll zumindest zwei Personen pro Reihe sollten eine Karte haben. So mit Ihr Nachbar die Karte anschauen. Vielleicht alle die Höhe halten, die wir haben. Genau. Ja, super. Genau. Jetzt viele Karten. Super. So schauen Sie mit Ihrem Nachbar zusammen oder vielleicht sitzen Sie auf der Karte. Müssen Sie nachschauen. So, jetzt die Karte anschauen. Und Ihre Aufgabe ist jetzt, mit Hilfe dieser Karte frei zu assoziieren, welche Gedanken auch einfallen, wie können Sie mit Hilfe dieser Karte die Frage beantworten? Und vielleicht hängen die ganz klar zusammen, vielleicht eben nicht. Und das ist von Kreativschaffenden das ganz wichtig mit Lateral Thinking, dass man Sachen, Themen zusammenbauen, die vielleicht nicht immer zusammenhören. So mit Hilfe der Karte, wie können Sie die Frage beantworten? Sie haben 30 Sekunden mit Ihren Nachbarn zu sprechen. Bitte starten Sie. Okay, die 30 Sekunden sind jetzt vorbei. Und das genau, was jetzt im Raum passiert, kann man sehr gut mit Method Kit machen. Also wirklich Diskussionen starten zu Innovationsthemen, die auch mit Nachhaltigkeit was zu tun haben. Es wäre vielleicht spannend, ein Beispiel vom Publikum zu hören. Wer ist mutig genug, um eine Antwort zu teilen im Raum? Eine Idee oder eine Antwort auf diese Frage zu teilen? Wer traut sich?
Hand hoch. Eine spontane Idee. Okay, gut. Ah, schon, super, sehr gut. Ganz hinten. Also wir haben hier die Karte Menschenrechte. Da ist natürlich sehr naheliegend, überhaupt Flüchtlingsheime etc. da relativ rasch aufbauen zu können oder vielleicht auch schwimmende Häuser, damit man auch die ganzen Flüchtlinge, die per Boot kommen, irgendwie gleich irgendwie behausen kann und dann auf einem neutralen Gewässer irgendwie auslagern. Ne? Man könnte irgendwie ganz einfach für die NSA oder für den CIA in dem Fall Folterkammern oder sowas immer bauen. Also das geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Okay, sehr gut, danke. Vielleicht war das noch ein Beispiel, war das irgendwo? Ich habe vorher jemand gesehen, der auch Hand hoch. Okay. Es war noch eine zweite Hand hoch da, ja? In dem Nest da drüben. Ach, da. Aha, okay. Gut. Ach so, die gleiche Karte auch, okay. Man okay, sieht, es nicht jede, also Ideen liegen auch in der Luft, also es ist nicht so, dass es immer... Ja. Also die Idee war jetzt auch, dass man natürlich mit dem auch die Kosten reduzieren kann von Flüchtlingslagern. Das stimmt, ja. Ja, aber genau. Haben wir jetzt noch andere Beispiele? Wir versuchen es mit Mikro zu machen. Weil sonst. Ich könnte von 30.000 vielleicht auf 10.000, wenn man lokale Arbeitskräfte verwendet und lokale Materialien von dort, nicht? Genau, es gibt sehr viele Möglichkeiten. So, wenn Sie mehr über dieses Thema und wie man MethodKit einsetzen kann wissen möchten, dann bin ich draußen in der Rahmenausstellung und ich freue mich auch auf 26. Juni, machen wir ein Google Hangout und werden dann MethodKit vorstellen und wie man MethodKit einsetzen kann in verschiedene Innovationsprozesse. Kurze Frage noch an dich. Wie war das für dich, der C3-Lehrgang? Vielleicht kannst du kurz erklären, die das gerne. Nicht kennen. Das ist ein bisschen ein paar Jahre her schon, aber das war sehr interessant, weil das war genau, also ich bin ziemlich, ich war nur ein Jahr in Österreich, vor ich dann bei C3 war. Und das war genau, was ich gebraucht habe zu der Zeitpunkt. Ich habe super netzwerken können und auch eine von meinen Geschäftspartnerinnen dort in Graz getroffen. Und das war wirklich super, weil man also wirklich vom Netzwerken her und auch wie alles in Österreich, wie das funktioniert, eine Firma zu starten, das war sehr hilfreich. Ja, das freut uns natürlich. So, das ist auch die Aufgabe von C3.